Der Gruß des Bayerischen Soldatenbundes in Treue fest stammt aus dem Hause der Wittelsbacher und kommt von den Bayerischen Soldaten von 1800 bis 1903, was nach 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, auch von sehr vielen Soldatenvereinen übernommen wurde. Und daher ist unser Gruß in Treue fest, und in Treue fest halten wir auch zusammen. Für mich sind die Worte sehr wichtig, denn Treue ist eine sehr wichtige Sache, dass man niemanden betrügt, dass man zusammenhält, ist das Fest auch. Das heißt, wir halten treu zusammen, jeder ist für jeden da, jeder ist treu im Zusammenhalt, und dieser Zusammenhalt ist fest. Also ich bin beim Finnberger, geboren am 4.9.1967 in Bad Windsor. Dann bin ich, habe eine ganz normale Schulbildung gemacht, anschließend eine Lehre als Maschinenschlosser. Danach bin ich zur Bundeswehr, wo ich 4 Jahre als Flugzeugwartungsmechaniker an der Phantom gearbeitet habe. Anschließend bin ich wieder raus ins normale Berufsleben, auf Montagen und so weiter und so fort. Habe aber die Bundeswehr nie vergessen, das heißt, ich bin zu den Soldatenvereinen zurückgekehrt, bin weiterhin Reservist geblieben, habe meine Wehrübung gemacht, mache auch heute noch viel. Ich engagiere mich allgemein viel. In der Jugendarbeit, damals gab es noch den Verein Deutsche Jugend und Stäuben. Da war ich sogar mal Gruppenleiter, organisierte Zelllager. Dieser Deutsche Jugend und Stäuben ist eigentlich gegründet worden von Soldaten 1953. Da gibt es den letzten Verein, oder einer der letzten Vereine ist dann noch in Scheinfeld, der Musikzug. Und dazu gehört, da bin ich auch noch Mitglied im Musikzug in Scheinfeld. Hobbys habe ich, ich spiele normal Faustball, im Augenblick natürlich nicht. Ich mache Bogenschießen, 3D-Parcours, Radfahren ein bisschen und natürlich Bundeswehr und also Reservistentum und Kreisvorsitzender vom Bayerischen Soldatenbund, was mich sehr viel Zeit kostet, aber ich mache es mit Freude und ich trage mich stolz die Uniform auf. Es ist losgegangen, 1974 waren wir in einem Zeltlager mit Deutschen Jungen und Stäuben. Da wurden wir noch durch eine Feldküche der Bundeswehr versorgt und da haben wir schon sehr eng mit der Bundeswehr zu tun gehabt. Wir machten jedes Jahr Truppenbesuche bei der Bundeswehr als Ausflüge mit dem Deutschen Jungen und Stäuben. Das heißt, ich bin in die Bundeswehr schon richtig reingewachsen. Und da haben wir immer gesehen, was die Bundeswehr macht, hat sie erlebt. Mein Großvater war ja Soldat im Krieg. Also da haben wir daher dann vorne Soldatenvereine schon die Verbindungen gehabt. Und dann waren es halt die Geselligkeitsvereine, wo ich dann älter geworden bin mit dem Deutschen Jungen und Stäuben. Das hat mich sehr geprägt. Und dann bin ich zur Bundeswehr. Ich war interessiert für Flugzeuge, durfte zur Luftwaffe als Flugzeugwartungsmechaniker, durfte mit der Luftwaffe dann nach Kanada, nach Sardinien. Das heißt, wo das Flugzeug war, war ich auch, obwohl ich kein Pilot war. Aber es war eine schöne Zeit. Dieses Abzeichen hier wurde von unserem ehemaligen Präsidenten, General A.D. Reichert, geschaffen. Es zeigt das Eiserne Kreuz, innen schwarz, dann roter Rand und außen Gold, also in schwarz-rot-gold gehalten, und wurde geschaffen als Veteranenabzeichen. Das Abzeichen sagt, ich habe gedient. Dieses Abzeichen kann man vom Bayerischen Soldatenbund verliehen bekommen, wenn man gedient hat. Und damit zeigt man, dass man bei der Bundeswehr war oder einer anderen militärischen Organisation und hat da seinen Dienst geleistet.